Guten Morgen. Ich darf das Guten Morgen mal zurückgeben in die Runde. Ich gehe fest davon aus, dass ich gut zu verstehen bin. Ja, genau. Das ein oder andere Feedback habe ich schon bekommen, dass ich zumindest zu hören bin. Das ist gut. Und wenn Sie jetzt auch die Präsentation sehen, dann ist es noch besser. Das ist sehr schön. Und wir haben jetzt 10:30 Uhr. Und wir starten auch direkt einmal in unser Thema. Wir haben 60 Minuten Zeit. Ich habe mir 60 Minuten mal Zeit dafür genommen, dieses Thema mal zu umreißen. Sie alle wissen, dass dieses Thema auch durchaus in einem anderen Rahmen stattfinden kann. Das heißt also auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber wir wollen mal die Hauptpunkte uns genauer angucken. Ja, genau, zwischen unfair und fair liegt gar nicht so viel. Es geht fair. Konflikte werden wir unter Umständen so oder so haben auf der Sachebene in manchen Gesprächen. Allerdings ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Wie ist es? Können Sie mich hören? Ich habe gerade eine Nachricht jetzt bekommen von einer Teilnehmerin, dass sie mich nicht hören kann. Ah, man kann sie hören. Okay, gut, dann nehme ich das jetzt mal so. Dann bitte das nochmal für sich selbst zu prüfen, woran es liegen kann. Technik, die begeistert, sage ich dazu. Das ist halt manchmal so für alle anderen, die mich hören können, wunderbar. Sie probieren schon mal ein bisschen im Chat aus. Also, es geht hier darum, wie Sie mit unfairen Angriffen souverän umgehen können. Dazu möchte ich Ihnen gerne ein paar Ideen geben. Ich habe mal von Thomas Hobbes, der Philosoph und Mathematiker, mal ein Zitat rausgeschrieben. Ich fand das so nett. Wir finden drei Gründe, warum ein Streit letztendlich ja menschlicher Natur ist. Und das eine ist Konkurrenz, das zweite eben Mangel an Selbstvertrauen und das dritte ist eben auch die Anerkennung. Und ich finde, da ist was dran. Selber kann man sich auch mal fragen, aus welchen Gründen werden unfaire Angriffe gestartet? Und das sind sicherlich in diesen drei Gründen liegt also mit Sicherheit auch etwas begraben. Und warum wir dieses Webinar machen oder warum ich mir gerade das herausgesucht habe, es gibt aus meiner Sicht 7 Gründe, vielleicht gibt es auch 10. Und mehr, aber diese 7 Gründe waren für mich ausschlaggebend zu sagen, beschäftigen wir uns doch noch mal genauer mit dem Thema der unfairen Angriffe. Also eins ist ganz klar, dem Gegenüber fehlen stichhaltige Sachargumente und deshalb greift er eben zu diesem Instrument, so nenne ich es jetzt mal, bewusst oder unbewusst, die letztendlich die Kompetenz, also auch die Souveränität soll beschädigt werden. Und wenn ich jetzt darauf anspringe, dann kann es sogar sein, dass ich emotionalisiert, gegebenenfalls sogar im schlimmsten Fall, so nenne ich es jetzt mal, in die Verteidigungshaltung komme. Und eins dürfen wir uns immer noch mal bewusst machen, und das geht Ihnen sicherlich auch so, hinter einem Angriff, auch gerade wenn er unfair ist, stecken immer noch mal andere Beweggründe. Und das ist auch das Interessante daran, und darauf richtet sich natürlich auch letztendlich die Gesprächsführung, die wahren Beweggründe, wobei man wahren in Anführungsstrichen bitte in Anführungsstrichen nochmal setzt, herauszufinden. Wichtig wäre auch nochmal zu wissen, dass eben diese unfairen Mittel, die jemand einsetzt, nicht alle bewusst sind, sondern ich habe naja ein paar, glaube ich, sehr gute Beispiele dafür, dass manche eben auch Verhaltensmuster sind. Also dass sich die Person letztendlich so gibt, wie sie ist und damit diese Dinge eben auch, sagen wir mal, mehr konditioniert verwendet. Das Warum für dieses Webinar hat auch was damit zu tun, dass eben solche Themen wie unfaire Angriffe halt sehr viel Zeit kosten und viel Energie vor allen Dingen. Also je länger wir beschäftigt sind mit solchen Dingen können wir über das Thema nicht reden und wir werden abgelenkt. Das belastet dann eben auch und ist sowohl für die Person als auch für die Umgebung mit Sicherheit nicht von Vorteil. Und das siebte, da werde ich immer wieder darauf angesprochen. Ja, das ist alles sehr schön. Die Frage ist, wie schaffe ich es, dass es mir in dem Moment auch einfällt? Das ist ja auch ein Thema,
Ach, hätte ich doch nur gesagt, ja, oder beim nächsten Mal, da werde ich vor allen Dingen so oder so reagieren. Denn oftmals werden wir ja von unfairen Angriffen überrascht, förmlich. Wenn wir sie erwarten würden, ist es vielleicht noch mal ein anderes Thema. Das sind meine 7 Gründe, warum dieses Thema heute auf meiner Liste steht. Ja, kurz was zu meiner Person für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich weiß, ich sehe hier in der Teilnehmerliste sind ja auch viele Personen, die ich namentlich schon sehr gut kenne. Da habe ich auch die Gesichter dazu. Aber einige von Ihnen kennen mich nicht. Mein Name ist ja Ulrich Liebscher. Ich habe eine Ausbildung als Trainer, besser gesagt zwei. Ich habe auch den NLP Master Trainer gemacht und mache sehr viel in Persönlichkeitsentwicklung, bin ich unterwegs. Ich habe eine Ausbildung als Mediator, mache Familienmediation und Wirtschaftsmediation und eine Zusatzausbildung als Fachberater für Stress und Burnout, Stichwort Hamsterrad. Ja, aufgrund meiner Historie im Bereich Kredit- und Forderungsmanagement führe ich auch ein Inkasso-Unternehmen. Die Kolleginnen sitzen eine Etage höher und haben sicherlich auch mal in dem einen oder anderen Fall mit unfairen Angriffen zu tun. Ja, das ist auch ein Stichwort, weil ich auch privat im Ehrenamt Schiedsperson bei uns hier in der Stadt Willich bin. Jeden Freitag 15 Uhr kommen da die Menschen zu mir, weil sie Nachbarschaftsstreitigkeiten haben. Und ich möchte mal so sagen, in vielen Fällen sind unfaire Angriffe gehören schon mittlerweile zum Repertoire. In welcher Ausprägung ist eine andere Frage, aber sie sind mittlerweile auch gang und gäbe, wenn Sachargumente zum Beispiel fehlen. Und dann liegt es an der Person selbst, mit diesen Dingen ordentlich umzugehen. Das möchte ich Ihnen gerne jetzt auch noch mal anhand einiger Beispiele zeigen. Für Sie noch mal zum besseren Verständnis: Diese Präsentation, die ich jetzt hier gerade zeige, die erhalten Sie im Nachgang auch per E-Mail. Wenn also alles gut ist, gut geht, besser gesagt, haben Sie die in den nächsten 3 Tagen schon auf Ihrem Tisch und können die auch jederzeit nochmal nachlesen. Meine Strategie ist, meine persönliche: Lernen hält fit, also immer wieder an den Kleinigkeiten arbeiten. Ich darf schon mal sagen, dass ich durch das Nacharbeiten der unfairen Angriffe auch nochmal so ein, zwei, drei Dinge dazugelernt habe. Insofern, Sie wissen selbst, man lernt nie aus. Ja, für uns heute. Ich habe in den 60 Minuten keine Übungen, keine Simulationen. Der ein oder andere wird jetzt denken: Oh, puh, Gott sei Dank, keine Übungen, keine Rollenspiele und so weiter. Ich möchte jetzt nur noch mal eine Lanze dafür brechen. Gerade diese Übungen und Simulationen sind insbesondere in der Praxis super wichtig, dass das dann auch geübt wird. Weil ich erzähle Ihnen das jetzt und das ein oder andere wird Ihnen einleuchten. Vielleicht ist das ein oder andere auch befremdlich, so wie ich es jetzt erkläre. Das kann alles sein. Wichtig ist allerdings, dass Sie es selbst auch für sich auch mal einüben. Das ist auch mein Appell. Gucken Sie mal zu, dass Sie das in einer Art und Weise noch mal für sich nacharbeiten können. Das werden Sie heute erfahren in den 60 Minuten. Und zwar einmal unfaire Angriffe überhaupt schnell erkennen. Also das ist schon mal Punkt 1, erkennen und dann auch möglicherweise auch offenlegen. Also das kann auch nochmal eine Strategie sein, letztendlich offenlegen der Angriffe. Und das Zweite ist, das ist schon fast Bonus, letztendlich, wie kann ich mich mental denn auch schützen vor solchen Angriffen? Und wie führe ich ein Gespräch wieder zurück zum Thema? Und wie kann ich denn für mich selber dann später die neue Verhaltensweise auch einüben? Ja, ganz wichtig bei unfairen Angriffen, auch das ist ein Thema: Grenzen setzen. Das hören Sie wahrscheinlich öfter. Ich zeige Ihnen jetzt gleich mal, wie Sie letztendlich dann auch Grenzen setzen können in schwierigen Gesprächen. Ja, Chat ist hier angesprochen. Ich darf das sagen. Ja, ich bin heute Ihr Präsentator, hätte ich fast gesagt, und derjenige, der moderiert. Also ich mache beides. Wenn beides mal nicht so funktioniert, sprich, Sie stellen eine Frage und ich kann sie nicht direkt beantworten aus dem Chat heraus, dann bitte ich ein bisschen Geduld. Spätestens nach diesem Webinar kommen Sie von mir gerne auch dazu, dann auf Ihre Frage eine Antwort, oder wir können uns da auch noch mal austauschen. Das steht Ihnen dann natürlich frei. So, ja.
Also, wir haben ganz klar bei unfairen Angriffen, das ist mir wichtig, dass Sie das auf jeden Fall schon mal für sich mitnehmen. Sie haben immer die Wahl, also wie Sie agieren, wie Sie da rangehen. Sie haben also nicht nur eine Möglichkeit, wie hier in dem Bild nochmal dargestellt. Gut, ob die immer so gut ist, lasse ich mal dahingestellt. Diese ist hier vielleicht ungünstig, aber es gibt durchaus auch Alternativen. Und gut ist es, wenn ich tatsächlich mehrere Alternativen habe. Das ist schön, wenn ich weiß, in bestimmten Situationen, die wiederkehrend sind, denn darauf kann ich mich vorbereiten, dann habe ich vielleicht eine Alternative 1, 2 und 3 und nicht nur ein Dilemma in Anführungsstrichen, in dem ich vielleicht nur eine oder zwei Varianten habe. Das mal bitte dazu. Ja. Was sind denn unfaire Angriffe? Und da gibt es auch in der Literatur eine Litanei, können Sie gerne mal nachlesen. Wahnsinnig viel geschrieben zu diesem Thema. Ich habe das mal in diesen 7 Punkten zusammengeführt. Ganz klar, es soll hier bei unfairen Angriffen bewusst oder unbewusst von dem eigentlichen Sachthema oder von der Zielsetzung bewusst oder unbewusst, das betone ich, nochmal abgelenkt werden. Die Souveränität untergraben, hatten wir gerade. Fair Play wird verletzt und das heißt, wir gehen weg von der Sachebene und beeinträchtigen damit und verletzen damit auch die Beziehungsebene. Gegebenenfalls, wenn es in Verhandlungen zum Beispiel ist, es nicht ungewöhnlich, dass die emotionalen Befindlichkeiten ausgenutzt werden von dem Gesprächspartner. Also ich möglicherweise erhoffe ich mir dadurch einen Vorteil dann in dem Moment. Taktisch verdeckt auszutragen. Das ist halt das, was ich damit auch meine. Verhandlungsergebnisse zu, ich will mal sagen, zu beeinflussen, indem ich die emotionalen Befindlichkeiten meines Gesprächspartners im Prinzip zu treffen versuche. Das ist das, worum es da geht. Ja. Und Glaubwürdigkeit und Seriosität soll dann erschüttert werden. Das kann zum Beispiel sein, selbst schon erlebt, in Meetings beispielsweise, wo im Prinzip eine Person letztendlich in der Seriosität, unter deren Seriosität untergraben wird. Dazu habe ich übrigens nachher auch ein sehr, sehr konkretes Beispiel. Ja, wir gehen mal weiter. Was sind also unfaire Angriffe? Letztendlich, damit Sie so einen Überblick haben, was unfaire Angriffe sind. Unfaire Angriffe gehören zu der Rubrik, zu der Kategorie Widerstand. Widerstände in der Kommunikation. Also Widerstände in der Kommunikation gibt es natürlich zahlreiche und wie auch immer Sie das sortieren wollen, ich habe es jetzt mal in drei Kategorien aufgeteilt. Und zwar einmal, wenn ich rechts mal beginne, in dem Thema Einwände und Vorwände. Hier können natürlich kann der inhaltliche Einwand drin sein, hier können natürlich auch Vorwände drin sein. Vorwand ist also das, was ich vorgebe und dahinter steckt vielleicht noch mal was anderes. Sie merken schon, das kann auch übergehen in einen unfairen Angriff, aber wir haben es jetzt hier ganz bewusst, ich habe es noch mal unterteilt. Unfair, da gehen wir ja gleich noch mal genauer drauf ein. Und es gibt, deshalb trenne ich das noch mal ein Stück weit, das Thema Killerphrasen. Also Killerphrasen und unfaire Angriffe sind, ich hätte fast gesagt, Schwestern, gehören zusammen, können da aber durchaus auch noch mal trennen, weil das eine oder andere, werde ich Ihnen gleich in dem Beispiel nochmal nennen, hat durchaus noch mal Unterschiede. Bei den Killerphrasen ist es so, dass es vielfach darum geht, im Prinzip die Gespräche auch abzuwürgen oder nochmal deutlich zu machen, dem anderen zu signalisieren, dass dieses Gespräch hier oder die Überzeugungsversuche keinen Sinn machen. Das ist so ein Stück weit der Hintergrund. Ja, wir gehen mal weiter. Wie kommt es zu unfairen Angriffen? Und das finde ich persönlich sehr interessant, weil diese Ursache, je stärker ich mich damit nochmal beschäftige, desto eher komme ich auch zu möglichen Lösungsalternativen nachher. Deshalb ist diese Folie für mich eine derer, wo ich sage, das ist unbedingt wichtig zu beachten dabei. Halten wir nochmal fest, wenn wir dahinter sehen, hinter unfairen Angriffe stecken wie in vielen, vielen anderen Konfliktsituationen unerfüllte Bedürfnisse. Also es werden bestimmte Bedürfnisse des Menschen nicht erfüllt.
Jeder hat vielleicht mal Stichwort schon mal gehört, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich gehe da jetzt aufgrund der Zeit nicht weiter drauf ein. Faktisch ist es jedenfalls so, es gibt bestimmte Bedürfnisse, wenn die nicht erfüllt werden, dann kommt es eben zu einem, mindestens zu einem unguten Gefühl, und das kann etwas auslösen wiederum. Das ist halt der Hintergrund. Bedürfnisse sind klassisch Anerkennung, also Lob, Wertschätzung, solche Dinge beispielsweise, Liebe, ja, also Zuneigung, Zugehörigkeit, das sind alles Bedürfnisse. Und meistens wird es dann schwierig, wenn ein Mangel an Bedürfnissen da ist, ein Mangel an Bedürfnissen vorliegt. Und dann kommen wir rüber auf die andere Seite, was will er mir eigentlich sagen und kann es möglicherweise nicht. Dieser Gedankengang, den werden wir nachher nochmal in Gesprächstechnik umsetzen. Also um was geht es wirklich? Also dass ich mal ein Stück weit mich zurücklehne und mal mich frage, wenn der andere mich unfair angreift, welches Bedürfnis ist bei ihm nicht erfüllt? Ich sage es jetzt mal so, wie tickt die Person? Was geht in dieser Person gerade vor? Und das Ziel ist natürlich weg von diesen Scheingefechten. Und ich möchte direkt nochmal an der Stelle sagen, auch mir passiert das immer mal wieder, dass ich mich aus der Bahn werfen lasse, plötzlich durch Nebelkerzen, durch Scheingefechte und Sonstiges. Das ist auch menschlich. Wir werden das nicht komplett in Anführungsstrichen ausradieren können in dem Sinne. Nur diese Folie möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Fragen Sie sich bitte immer, wie tickt die Person? Was ist dieser Person im Bedürfnis im Moment sehr wichtig? Was ist ihr wichtig? Nicht nur, was ist mir wichtig, bitte. Ne? Okay. Ja. Und Sie sehen es schon. Ich denke, das Bild macht schon vieles. Ich finde, eins ist ganz wichtig in Konfliktsituationen, nämlich die Frage, wie sollten wir auftreten oder so, wie sollten Sie auftreten? Ganz wichtig, egal welche Technik ich verwende, egal welche Formulierung ich verwende, egal ist es auch nicht, aber Sie wissen, was ich meine, wenn ich sage, egal welche Wortwahl ich verwende, wichtig ist doch, dass diese Entschlossenheit da ist und dass eine Aktivität da ist. Also Aktivität insofern, dass sie dem anderen zeigen, dass sie durchaus in der Lage sind, die Fäden in der Hand zu behalten. Und ganz wichtig ist, sie zeigen dem anderen durch Respekt und Wertschätzung, dass sie für ihre Ziele dann eben auch in diesem Gespräch einstehen. Ja? Und in diesem Rahmen durchaus auch wertschätzend in dem Sinne auch dann auch Grenzen setzen. Jetzt, wenn Sie gelesen haben, entschlossen, mutig sein, dann sagen natürlich viele, ja, mutig bin ich ja. Naja, also gerade in solchen Situationen, wenn dieser Angriff da ist, dann ist es halt wichtig, gerade bei schwierigen Gesprächen, diese Wehrhaftigkeit, die ich hier nochmal aufgeschrieben habe, den Willen nochmal zu zeigen und dem anderen zu zeigen, ja, ich bin bereit für einen fairen Dialog. Das ist letztendlich eine innere Haltung. Und was das wissen Sie, alles das, was ich in der inneren Haltung vertrete, das spürt der andere auch, ob das dann auch wirklich so ist, wie Sie sagen. Ja, prima. Also insofern, und das finde ich ja das Tolle, es gibt ja eine Menge an Spielarten, an unfaire Angriffe. Also ist ja schon fast erstaunlich, was es da alles gibt an Macharten, in Anführungsstrichen. Ich habe das mal hier in dieser Treppe dargestellt. Die Treppe hat nichts mit Prioritäten zu tun. Nur weil Killerphrasen ganz oben steht, das ist einfach mal so, wie es mir eingefallen ist und was ich nachgearbeitet habe. Auch aus meinen Arbeitsheften zusammengetragen, logischerweise. Und das, was ich zum Beispiel auch erfahren habe von vielen meiner Teilnehmer, die sagen, was kommt denn da so als Killerphrase? Was kommt denn da als unfairer Angriff? Und deshalb ist das bitte, hat keinen Hinweis darauf, dass es vollständig ist oder keinen Anspruch darauf. Und es ist halt deshalb eine kleinere Auswahl. Und zum besseren Verständnis, weil wir jetzt mal in die praktische Frage einsteigen wollen, zum besseren Verständnis werde ich mir so ein, zwei, drei Sachen davon nochmal herausnehmen. Und dazu habe ich auch später nochmal Dialoge, die ich dann hier in dieser Präsentation zeigen möchte.
Ja, das machen wir dann auch. Und zwar einmal ist das Thema Drohung und Dominanzgebärden. Ne? Also Drohung, Dominanz ist etwas, ja, jeder von Ihnen kennt doch das Thema Win-Win, wenn es immer heißt Win-Win. Aber nicht zuletzt der Konflikt. Papst Glasl hat mal gesagt, naja, irgendwann, wir beginnen vielleicht mit Win-Win, dann geht es aber schon Win-Lose weiter und am Ende in der dritten, nämlich in der dritten Stufe oder in der dritten Phase, da geht es dann schon um Lose-Lose. Also im Grunde genommen geht es auch um Macht bei solchen unfairen Angriffen, auch wenn das nicht so gern gehört wird. Aber gerade in Konfliktsituationen spielt Macht, nämlich die Macht über das Gespräch zum Beispiel, Herr der Argumente zu sein, spielt eine sehr große Rolle. Und Macht ist damit eben auch ein Urinstinkt. Dazu zählen dann verschiedene Dinge, zum Beispiel Sanktionen androhen, um letztendlich dann eben auch was zu erzeugen, nämlich zum Beispiel Angst, ja, bei dem anderen. Diese Drohungen, Dominanzgebärden, unfaire Angriffe gibt es übrigens ja, wie Sie wissen, im Privaten genauso wie im Beruflichen. Deshalb nehme ich auch mal ganz gerne Beispiele, ich habe Ihnen vorhin gesagt, aus dem Schiedsamt oder aus meiner Familienmediation, aus der Wirtschaftsmediation, also Streit unter Kollegen beispielsweise, haben Sie solche Dinge ganz klar, aber auch im Bezug mit Kunden, also Kundengespräche zum Beispiel, ist das sicherlich ein Thema und natürlich auch, wenn es um Verhandlungen geht. Es sind sogar zum Teil Strategien dahinter. Die Klassiker, wie man hier sieht, eine Schieflage in der Kommunikation entsteht dann, wenn ich Formulierungen dabei habe, die entweder oder sind. Wenn nicht, dann ansonsten. Und jeder von Ihnen, die Kinder schon erzogen haben, werden diese Formulierung bestimmt kennen. Also ich darf mal zu meiner Schande gestehen, dass ich meinen Kindern das mit Sicherheit nicht nur einmal genau so gesagt habe, entweder oder. Und daran merkt man ja schon, es gehört ja definitiv auch zu unserer Art. Ja, nur noch mal bewusster machen, gerade wenn ich solche Dinge mache, dann habe ich intuitiv habe ich auch Droh und Dominanz da drin. Und ich habe hier ein Beispiel dafür, und zwar tatsächlich eine Führungskraft mal in einem Jahresgespräch oder in einem Halbjahresgespräch war das so oder so ähnlich dem Mitarbeiter mal gesagt. Und er meinte es positiv. Und wenn Sie das jetzt mal lesen, es ist von Vorteil, wenn Sie sich in den und den Themen, ne, fortbilden. Wer weiß, nach welchen Kriterien nachher gesiebt wird. Was hier vordergründig zunächst mal als eine gute Nachricht rübergebracht werden sollte, also hier unterstelle ich sogar noch mal eine positive Absicht in dem Sinne. Kann einen sogenannten Nachgeschmack haben, ne? So Geschmäckle haben, was man nachher hat, wenn man rausgeht aus diesem Gespräch. Ja? Und deshalb, das sind auch manchmal unfaire Angriffe, die von dem Sender gar nicht so gedacht waren unter Umständen. Und sie kommen aber bei dem Empfänger, schlägt es sofort auf die Gefühlsebene an und es wird anders verstanden, als es gesagt wurde oder gemeint war. Ne? Das zweite hier, das Beispiel, wenn Sie sich nicht zusammenreißen, kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Ja, dann stehen Sie vor dem Abgrund, dann ist das Ihr Ding, dann sind Sie dafür verantwortlich und so weiter. Auch das, dann sind Sie machtlos. Ja, darum geht es dann in dem Sinne. Was Kunden ja auch schon mal emotional, gerade Privatkunden zum Beispiel ganz gerne machen. Ich kenne das aus verschiedenen Unternehmen, gerade bei Wohnungsbaugesellschaften, Energieversorgern, aber auch dort, wo viele Consumer im Prinzip anrufen, das sind eben die Beschwerden, dass man eben sagt, ich beschwere mich beim Bürgermeister, ich werde mich bei Ihrem Vorstand beschweren und so weiter und so weiter. Das sind eben viele Dinge, die man macht, um die Mehrheit im Gespräch wieder zu bekommen, um das Gespräch wieder in den Griff zu bekommen. Das Bedürfnis dahinter, bitte immer sich fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter? Welches Bedürfnis wird im Moment nicht erfüllt? Ja, zu den Tipps. Sie fragen sich bestimmt, ja, ist ja schön, was Sie da alles toll hingeschrieben haben. Und wie gehen wir denn jetzt damit um? Das machen wir jetzt gleich. Ich habe ein paar Tipps und Beispiele,
die habe ich hier mitgebracht. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, 10:55 Uhr, wir sind gut in der Zeit, also das passt schon. Und zwar habe ich den zweiten Bereich nochmal genommen, nachdem wir gerade Dominanz hatten, ist ein Klassiker, der in vielen Gesprächen vorkommt, die sogenannten Nebelwerfer oder Verwirrungstechniken, ne? So werden sie mal genannt. Achten Sie doch mal drauf, nehmen wir mal das Rechte, also den Bereich Kommunikation. Vieles davon werden Sie kennen. Diese Ja-Aber-Mentalität, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, bei dem Thema Besserwisser oder Rechthaber. Ne? Hölzchen auf Stöckchen. Da sage ich immer, wenn ich privat irgendwo einen Kaffee trinken gehe, mit meiner Freundin, mit meinem Freund, was auch immer, dann ist vielleicht Hölzchen auf Stöckchen gut. In Gesprächen ist es eher schwierig. Ne? Im Kreisdrehen ist auch so eine Besonderheit. Das heißt, aufgrund dessen, weil eben diese Verwirrungstechniken da sind, haben wir das Gefühl, dass wir in diesem Gespräch eher in einem Hamsterrad sind, als dass es hier wirklich konstruktiv nach vorne geht. Wir bewegen uns auf Nebenstraßen, so nenne ich das mal. Die Hauptstraße ist schon längst verlassen. Was auch immer wieder eine Rolle spielt, das werden wir uns gleich auch nochmal genauer angucken, ist das Thema Opfer und Täter. Also ich bin das Opfer und du bist schuld. Du bist derjenige. Du hast das gemacht, und ich kann nicht dafür. Relativieren ist der absolute Klassiker. Ich versuche alles das, was ich gemacht habe, was ich als Feedback bekomme, zum Beispiel von meinem Chef, von meiner Chefin, versuche ich zu relativieren. Das ist absoluter Klassiker. Dazu habe ich gleich auch Beispiele. Ja, was leider auch immer wieder eine Rolle spielt, nicht nur in politischen Diskussionen, kann man immer in diesen Talkshows beachten, ist Unterbrechen. Unterbrechen ist eine Strategie. Also es ist zum Teil bewusst, wird es, oder eine Taktik besser gesagt, es wird bewusst gemacht zum Teil, um den anderen aus dem Konzept zu bringen. Das ist halt die Sache. Verallgemeinerungen sind Themen wie, das ist doch immer so, ständig, nie. Ja, das sind so Begriffe, wenn Sie die hören alleine schon, dann wissen Sie, wir sind jetzt gerade da oben auf einem obergeordneten Level. Ja, Sachverhalte werden also, wie Sie hier links, können Sie gerne nochmal in Ruhe nachlesen, werden verharmlost, sie werden verschleiert, sie werden verwässert, sie werden zerredet. Ne? Und genau darum geht es ja, Klarheit reinzubringen in dieses Gespräch. Und deswegen sind genau diese Dinge, die rechts stehen, was die Kommunikation betrifft, unbedingt zu beachten. Wenn Sie merken, also das Gespräch scheint sich im Kreis zu drehen, dann mit den richtigen Fragen, mit der richtigen Aktion herauszukommen. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich. So, Beispiele. Genau. Und hier sind wir bei Beispielen nochmal für die Nebelwerfertechnik. Ja. Und hier zum Beispiel, das hat mal ein Mitarbeiter gesagt, das ist immer wieder typisch, wenn andere einen Fehler machen, da wird nicht so ein Bahai darum gemacht, nur bei mir, aber was soll es? Ne? Also nur bei mir, was soll es, heißt egal, hat schon im Prinzip abgewunken. Ja? Und damit kann es passieren, dass er eben auch nicht mehr offen ist für das nächste Argument. Und da wird ein Vergleich angestellt mit anderen beispielsweise. Das ist halt der Hintergrund. Deutschland ist eine Servicewüste. Die Menschen haben das Arbeiten verlernt. Kein Wunder, dass alles den Bach runtergeht. Ist so der Klassiker, ist so dieses Verallgemeinern, Generalisieren in dem Sinne und bringt uns null weiter, ist aber letztendlich ein unfairer Angriff. Achten Sie mal darauf, wie oft in Gesprächen, in Anführungsstrichen, Verallgemeinerungen stattfinden, die dann dem Gesprächsziel eher nicht beitragen. Also mit diesen Verallgemeinerungen werden Sie das Gesprächsziel dann halt nicht erreichen. Ja, auch solche Dinge, Ihr Unternehmen war früher kundenfreundlicher und das sind auch Verallgemeinerungen, die wir auf jeden Fall, wo wir einhaken sollten. So, deshalb kommen wir in unserem letzten Teil für den heutigen Tag, nämlich auch zu der Frage Strategien im Umgang mit unfairen Angriffen. Ich möchte nur mal dazu sagen, eine Strategie zu haben, gut. Zwei Strategien zu haben, besser. Und mehr als drei oder drei und mehr ist super. Also insofern, Strategie bedeutet für mich, ich habe für mich ein Rezept,
wie ich mit solchen Situationen passabel umgehen kann. Und wenn ich mich damit wohlfühle und die funktioniert, die Strategie, dann never change a running system, lass es so laufen. Ja, das ist jedenfalls meine Methode in den Trainings. Ich möchte gerne, dass diejenigen sich mit dem, wie sie damit umgehen, auch wohlfühlen und nicht nur alles in Anführungsstrichen aus der blanken Theorie. Ja, der Gesprächspartner unterbricht sie häufiger. Das ist eins, deswegen habe ich das auf jeden Fall mal rausgenommen. Das ist etwas, was häufig passiert. Er hört ihr nicht zu, Kernaussagen gehen unter und der Konflikt könnte eskalieren. Wir haben ein überlappendes Gespräch und die Wertschätzung nimmt ab, der Respekt nimmt ab und schon geht es dann in die falsche Richtung. Ganz wichtig, wehret den Anfängen. Das ist eben wichtig, dass wir hier frühzeitig einsteigen, nicht zu lange warten. Also ich habe manchmal das Gefühl beim Live-Coaching, dass manche Menschen halt auch zu lange warten, bis sie dann letztendlich eingreifen. Hier sind mal drei Lösungsvorschläge, drei, vier besser gesagt, Lösungsvorschläge, die ich Ihnen jetzt mal mitgeben möchte mit dieser Präsentation. Das können Sie machen. Sie können aber auch die Wortwahl nochmal ersetzen, anpassen. Wichtig ist mir vor allen Dingen, dass Sie sie Ihrer Zielgruppe anpassen. Es bringt ja nichts, wenn Sie mit Wortwahlen nachher arbeiten, die Ihre Zielgruppe für möglicherweise so nicht versteht. Ja, also, wo sie halt nicht ankommt. Und ganz wichtig ist mir, der Ton macht die Musik. Wenn ich das in einem sehr aggressiven Ton mache, dann wird der Gesprächspartner sich eben nicht darauf einlassen. Das ist halt die Sache. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, dass es eben nicht aus dem sogenannten Eltern-Ich kommt. Für diejenigen, Stichwort mal Transaktionsanalyse. Wenn ich das also eher in einem belehrenden Ton mache, von oben herab, dann ist es relativ klar, dass der Gesprächspartner dann auch möglicherweise negativ reagiert. Strategie gegen Verallgemeinerungen. Achten Sie auf Wortwahl. Das ist super wichtig. Es ist immer so. Sie sind immer. Du bist ständig. Du bist nie. Ne? Das sind Wortwahlen. Da gibt es noch einige mehr, die im Prinzip die Dinge, die vorgekommen sind, möglicherweise vorgekommen sind, die diese auch wieder verallgemeinern. Und da ist es wichtig, einmal darauf einzugehen, auf dieses unhöflich, das kann ich quittieren, wenn ich das möchte. Zum Beispiel, ich wollte nicht unhöflich sein. Und dann als nächstes können Sie mir sagen, was Sie an meinem Verhalten geärgert hat. Vielleicht auch konkret geärgert hat. Ja? Wichtig ist bei dem B vor allen Dingen Tempo raus. Ja? Ich wollte nicht. Das ist schade, dass Sie den Eindruck haben, könnte ich auch machen. Dann gehe ich eben so darauf ein. Und können Sie mir bitte sagen, was Sie an meinem Verhalten geärgert hat? Nun, dann höre ich mir das mal an. Also denken Sie daran, Generalisierung, Verallgemeinerungen, denn das Prinzip gilt wie in der Mediation, erst der Mensch, dann die Sache. Immer erst der Mensch. Sind irgendwelche Störungen auf der Beziehungsebene da, macht es keinen Sinn, auf der Sachebene weiterzumachen. Ja, das nur nochmal als zum besseren Verständnis für Sie. Ja, Strategie noch gegen Verallgemeinerung. Hier nochmal. Ups, sorry, da. Dann nochmal eben zurück. Seien Sie nicht immer so unhöflich. Hier gibt es eine zweite Möglichkeit. Sie sehen, B anders reagiert. Das tut mir leid, wenn das der Eindruck ist. Also hier, deshalb habe ich die Variante nochmal aufgegeben, weil. Hier nochmal, das tut mir leid, das tut mir leid, dass es dass der Eindruck entstanden ist. Und dann, was genau hat Sie an dem Verhalten geärgert? Dann steige ich da nochmal ein, quittiere das also auch, ohne das in irgendeiner Weise zu bewerten. Ja, das ist die Möglichkeit, die Sie dann eben auch haben. Ja, und dann sind wir bei der Schuldfrage. Das heißt, destruktive Haltung. Es sind möglicherweise auch Ablenkungsmanöver. Und denken Sie daran, immer wenn die Schuldfrage gestellt wird, du, also du hast da was gemacht oder sie haben da was gemacht, dann ist es natürlich häufig problemorientiert. Wenn ich jetzt hier in dem Beispiel, Sie haben den Termin nicht eingehalten, offenbar haben Sie das nicht im Griff, dann ist dieses, dass der Termin nicht eingehalten ist, eine sachliche Aussage, das versteht wohl jeder.
Offenbar haben sie es nicht im Griff, ist ein klarer Angriff. Ja? Also, so, jetzt machen wir es wie ein Tagesschausprecher. Die quittieren das, was in der Sache richtig ist. Ja, den Termin haben wir nicht eingehalten. Das bedauere ich sehr. Das kann ich machen. Und jetzt machen sie die Schleife, nämlich die sogenannte Lösungsschleife. Das ist eine Strategie. Und jetzt sollten wir uns darüber unterhalten, welche Möglichkeiten haben wir jetzt da weiterzumachen an der Stelle. Gar nicht lange rumfackeln, sondern wir quittieren, was in der Sache richtig ist. Wenn Sie wollen, bedauern Sie es gerne auch nochmal und dann gehen Sie auch sofort zur Lösungsschleife. Diese drei Punkte gehören da rein in diese Strategie. Ja, bleib mal bei diesem Beispiel, weil das sind auch Dinge, die kommen in Unternehmen immer wieder mal vor. Bei Ihnen ist ja ständig besetzt, nie erreicht man jemanden, ja, ne? Genau. Jetzt kann ich die Tür aufmachen und das ist ja hier die Strategie. Ich mache die Tür auf und sage, das stimmt. Im Moment ist das Telefonaufkommen sehr hoch. Ja. Für Sie liest sich das jetzt erstmal wahrscheinlich, ja, ist ja klar. Nur oftmals erlebe ich gerade beim Coaching, dass sich Mitarbeiter hier rechtfertigen an der Stelle. Sie rechtfertigen sich dafür, dass jetzt viel zu tun ist, ja, und dass sie nicht, dass sie auch nur zwei Hände haben, ja. Das sind all Dinge, die das Gespräch in eine Richtung bringen, wo wir nicht hinwollen. Ne? Also wir wollen ja lösungsorientiert sein und das, was der Kunde in dem Fall gemacht hat, war meines Erachtens ein unbewusster, vielleicht bewusster, unfairer Angriff. Ja, und das ist tatsächlich mal ein Beispiel aus einer Besprechung, so mir die Personalchefin das mal gesagt hat, die Situation hier, das kam also aus dem Kreis, nämlich ist da ein klares Versäumnis aufgetreten, weil die Personalpolitik der verantwortlichen Abteilung versagt hat. Also das ist so im Grunde genommen, ohne den Namen zu nennen, aber schon sehr klar und deutlich, dass es einmal die Personalpolitik betrifft und natürlich die verantwortliche Person. Ich hätte fast gesagt, die kennen den Ausdruck, durch die Küche ins Wohnzimmer zu kommen, um dem anderen dann im Prinzip diesen unfairen Angriff unter die Nase zu halten. Und hier, deshalb ist dieser Ebene unterstrichen, nicht weil es besonders betont werden soll, sondern hier geht es jetzt darum, ich gehe mit diesem Einwand oder besser gesagt mit diesem unfairen Angriff anders um. Herr Müller, auf dieser Ebene kommen wir nicht weiter. Also wir gehen ganz bewusst mal eine Ebene höher. Das nenne ich die sogenannte Metaebene. Also ich kontrolliere den Prozess und versuche auf dieser Ebene letztendlich, auf dieser Ebene das zu klären. Welche konkreten Versäumnisse meinen Sie und wen meinen Sie mit wir? Jetzt wollen wir ins Detail gehen. Klarheit bekommen wir meistens durch gute Fragen letztendlich. Fordern Sie den anderen ruhig auf der Prozessebene, das ist die Metaebene. Die Metaebene ist im Grunde genommen, Sie sitzen in der Loge und gucken sich dabei zu, wie Sie gerade das Gespräch führen. Das ist so die Metaebene, die Vogelperspektive. Ja, habe ich gleich nochmal ein, zwei Beispiele. Ja, dann hier nochmal bei der Schuldfrage. Habe ich eine zweite Variante, wie ich damit umgehen kann. Nämlich gehe jetzt nicht auf die Metaebene, sondern Ihr Einwand zeigt mir, dass Sie sich sehr geärgert haben. Deswegen habe ich es unterstrichen, Sie sich geärgert haben. Da gehe ich auf die Gefühlswelt des Gesprächspartners. Die spreche ich ganz bewusst an. Also daran merken Sie schon, es gibt einmal die Möglichkeit auf der Metaebene, ich gehe eine Stufe höher, distanziere mich ein Stück weit von diesem Angriff und damit auch in der Emotion, oder ich distanziere mich auch, indem ich aber die Gefühlswelt des Gesprächspartners angesprochen habe. Das sind zwei, wie ich finde, sehr schöne Methoden, um gerade Fingerpointing, besser in den Griff zu kriegen. So, ich darf mal kurz in dem Moment, wo Sie mal lesen, einen Schluck trinken. Und wie wir wissen, ich habe es ja vorhin gesagt, Strategie bedeutet, ich habe mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Hier sehen wir es. B, da sind noch drei weitere. Ich kann sogenannte Brückensätze machen. Das ist übrigens etwas, wo zum Beispiel politisch Verantwortliche regelmäßig geschult werden. Wenn Sie mal darauf achten,
wie sie mit Fragen umgehen oder Beschuldigungen, Fingerpointing umgehen. Sie kommen meistens als erstes mit einem Brückensatz. Das machen sie nicht zum Spaß, sondern aus der Strategie heraus, dass auch sie Zeit brauchen, um was zu formulieren. Achten Sie mal drauf. Häufig kommen solche Dinge wie: Lassen Sie mich das bitte mal wie folgt beantworten. Das ist ein Brückensatz, den nutzt jemand, um Zeit zu gewinnen. Ob das immer so gut ist und geschmeidig ist, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich möchte Ihnen damit nur erklären, was ein Brückensatz ist. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, das höre ich zum ersten Mal. Das muss natürlich immer ein bisschen zum Kontext passen, ne? Denken Sie dran, der Brückensatz. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Einschätzung gelangen, ist ein klassischer Brückensatz. Und danach habe ich dann mehr Zeit, die ich nutzen kann. Ich kann durch Fragetechnik einsteigen. Das ist auch eine Strategie. Das ist eben die Frage einsetzen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich denjenigen empfehle, die zum Beispiel gerade tatsächlich im Kundenservice recht neu sind als Mitarbeiter. Mit dem Brückensatz, das ist schön. Mit der Metaebene, das ist prima. Auch die Gefühlsebene anzusprechen, ist eine ganz tolle Technik. Nur am Anfang, wir wollen es uns da erstmal leicht machen, kann ich zum Beispiel mit der Fragetechnik beginnen. Und ich könnte auch einen unfairen Angriff, zum Beispiel beginnen mit: Wie meinen Sie das? Oder was ist genau der Hintergrund Ihrer Einschätzung? Das ist, dadurch gewinnen Sie erstmal Zeit, Sie kommen wieder ins Gespräch und denken Sie daran, ein altes Sprichwort heißt ja, wer fragt, der führt. Und dann sind Sie wieder im Vorwärtsgang unterwegs. Ja, wir haben es manchmal mit sogenannten Besserwissern zu tun. Das ist keine Spezie, die irgendwo lebt, sondern die lebt unter uns. Das ist jemand, er oder sie, in Anführungsstrichen, die oftmals vieles auch besser weiß, ja, in Anführungsstrichen. Ist übrigens nur mal so als Idee einer von denjenigen, die sich als erstes irgendwo auch beschweren, wenn was nicht in Ordnung ist. Also Beschwerdeführer Nummer eins sind häufig sogenannte Besserwisser. Also ich weiß, dass der Begriff schon mal negativ rüberkommt, ist aber nicht damit gemeint. Also Rechthaberei ist so ein Stück weit, die Menschen wissen auch was und sind auch sehr oft belesen dann und vertreten natürlich auch deren Wissen. So, ZDF ist wichtig, damit meine ich jetzt nicht unser ZDF wie ARD, sondern hier ist ganz wichtig, dass wir Zahlen, Daten, Fakten orientiert argumentieren. Alles andere ist für ihn oder für sie nicht relevant. Also würde ich hier auf die Gefühlsebene gehen zum Beispiel, dann hätte es bei ihm oder bei ihr überhaupt null Wirkung. Es gibt hier ein paar Dinge, die wir einsetzen können, um mit dem sogenannten Ja-Aber-Menschen ganz gut umzugehen. Einmal, wenn ich nicht weiter darauf eingehen möchte, ich will das Thema, das er einbringt oder sie einbringt, nicht zum Thema machen, dann kann ich es versuchen mit dem sogenannten Mag sein, also mag sein, mir ist jetzt wichtig, ich möchte gerne mit Ihnen, also so ein Stück weit abklatschen lassen und dann weiter. Eine andere Form ist, naja, wenn er sich damit so auseinandergesetzt hat und hat sich so darüber informiert und hat sich im Detail damit auseinandergesetzt, dann kann ich ihn ruhig auch mal dafür loben. Ich kann das anerkennen. Ich merke schon, Sie haben sich damit intensiv auseinandergesetzt. Das wäre so ein Satz zum Beispiel. Denken Sie daran, es soll echt sein, ne? Also wenn Sie den Satz nur sagen, damit Sie ihn mal gesagt haben, dann kommt das vielleicht nicht so gut rüber. Was eine ganz gute Methode ist, stimmen Sie ihm zu in einer Sache, wo Sie zustimmen können. Also finden Sie Übereinstimmungen. Also wo sind Sie einer Meinung beispielsweise? Konflikte lassen sich sehr gut deeskalieren, insbesondere auch gerade bei diesen Menschen, wenn Sie Gemeinsamkeiten herausstellen. Wenn Sie sagen, zum Beispiel, wir sind uns schon in zwei Punkten einig. Die habe ich mir gerade notiert. Das gefällt übrigens dem Besserwisser sehr gut, wenn Sie sagen, ich habe mir das notiert, ich habe mir das aufgeschrieben. Da sind wir uns ja schon einig. Das nur mal als Idee zusätzlich. Ja, grundsätzlich sind schöne Satzanfänge, das stimmt, wie bitte, das wäre ja dann die Frage, ich bedauere, ich verstehe, das ist wirklich ärgerlich. Achten Sie mal drauf, diese Formulierung kann ich sehr gut einsetzen, insbesondere gerade bei unfairen Angriffen. Und wichtig ist, das ist etwas, was ich schon
auf der ersten Folie eigentlich hätte schreiben können. Spontanität braucht Zeit. Ich weiß, lassen Sie es mal sacken. Spontanität braucht Zeit. Ich weiß, dass sich das ein Stück weit vielleicht zunächst mal widerspricht. Nur ich kenne niemanden, der auf alles sofort immer eine passende Antwort hat. Also kann sein, dass das im Film passiert, dann hat er ein gutes Drehbuch. Aber die Idee dahinter ist natürlich, ich kann bestimmte Dinge, die kann ich, sagen wir mal, einstudieren, einarbeiten. Und dafür sind zum Beispiel solche Satzanfänge ganz gut. Wenn mir nichts einfällt, dann frage ich auch schon mal, wie bitte? Oder wie meinen Sie das? Und was meinen die anderen dazu? Ne? Sowas zum Beispiel, dann ist man erstmal raus. Ui, ich hoffe, dass Sie jetzt nicht erschrecken. Und was ist bei knallharten Angriffen? Ja, was ist bei knallharten Angriffen? Die gibt es natürlich auch. Es gibt Angriffe, die sind in ihrer, sagen wir mal, in ihrer Wucht schon nochmal ein anderes Kaliber. Und da sind wir zum Beispiel auch bei den sogenannten Killerphrasen. Ich habe einige Dinge schon erklärt, deswegen nehme ich mir zwei, drei Sachen nur raus. Grundsätzlich bei Killerphrasen ist es definitiv so, dass der im Gegensatz zu unfairen Angriffen möglicherweise eine sachliche Auseinandersetzung nicht gewünscht ist. Das ist, denke ich, in der Theorie nochmal ein ganz wichtiger Unterschied, in der Praxis natürlich auch. Und er möchte natürlich eben auch deutlich machen möglicherweise, dass er zwar im Vorwärtsgang unterwegs ist, aber keine Argumente hat. Also er hat keine Argumente. Das ist halt die Situation gerade bei diesen Killerphrasen. Und da gibt es verschiedene Kategorien, die möchte ich Ihnen nochmal zeigen. Einiges davon werden Sie mit Sicherheit kennen. Und zwar, wenn man die mal unterteilt, dann haben wir einmal die sogenannten Beharrungskillerphrasen. Das sind eben so Dinge wie, haben Sie alles schon gehört, Mensch, das haben wir doch noch nie so gemacht oder das haben wir immer so gemacht. Das sind so klassische Killerphrasen, die können auch so fast so ein Glaubenssatz schon sein, ne? So ein Stück weit, lass mich bloß damit zufrieden, das haben wir immer so gemacht. Warum sollen wir jetzt was ändern? Übrigens, manche äußern die Dinge nicht, sondern sie denken sie nur. Und deshalb ist manchmal auch wichtig, was der andere nicht gesagt hat. Also da ist wieder die Fragetechnik gefragt, ist allerdings ein anderes Thema. Ja, Autoritätskillerphrasen. Ui, da habe ich auch schon mal gedacht, da habe ich mich selbst erwischt. Die Frage kann man so nicht stellen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Was hier wichtig ist, bestimme immer noch ich. Das sind so Dinge, da lässt jemand raushängen, dass er oder sie dann der oder die Chefin ist. Ja? Und damit macht sie klar den Machtanspruch. Ja, ganz in Situationen durchaus mal hilfreich. Ja, nur Killerphrase ist es und bleibt es trotzdem. Ja, Beispiel Bedenkenträger und Vertagungskillerphrasen. Das sind auch die Dinge, die können Sie sich auch nochmal in Ruhe nochmal gerne angucken. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, das sehr schön. Da können wir noch ein anderes Mal darüber reden. Da sollten wir demnächst mal drüber sprechen. Das sind so Dinge, die Vertagungsmentalität, die wir hier an der Stelle haben. Meine Kollegin Maike Müller, Trainerin, die hat diese Kategorien mal gebildet. Ich habe mit freundlicher Empfehlung das jetzt auch mal so übernommen. Ganz klar. So, das heißt, das sind die Killerphrasen. Ganz wichtig bei Killerphrasen ist es so, wir haben einmal das Stoppschild deshalb, weil wir darauf achten, selbst die Fassung dürfen wir nicht verlieren natürlich. Und den Versuch, gegen diese Killerphrase zu argumentieren, das scheitert dann unter Umständen. Ja? Also die Killerphrase ist nur im Prinzip ein Scheingefecht in Anführungsstrichen. Und wichtig ist, dass Sie versuchen, durch Ihre Strategie, die Sie anwenden, hinter die Kulissen zu gucken. Das ist das Ziel. Und denken Sie daran, ich habe es vorhin ja schon oft genug bemerkt und es ist wichtig, die Bedürfnisse des Gesprächspartners, halten Sie die im Auge und bleiben Sie trotz Killerphrasen dann letztendlich bitte wertschätzend. Killerphrasen, da gibt es mehrere Lösungsansätze. Hier wieder die Fragen, hinterfragen Sie die Bedenken,
ganz konkret, was meinen Sie damit? Was hat das mit dem Thema zu tun? Und ich finde auch, das Verständnis zeigen passt hier ganz gut rein, je nachdem, was es ist, ne? Das war schon immer so. Ja, ich weiß, das hat auch bisher so funktioniert. Es hat ja auch so funktioniert. Wir können es jedoch optimieren. Wenn Sie sich das B mal durchlesen, hier bei Verständnis sein, dann merken Sie, wir versuchen ganz bewusst dem anderen es ein bisschen leichter zu machen, jetzt, weil ja auch seine Bedenken vielleicht da sind, ihn jetzt mitzunehmen. Das ist so ein Stück weit die Idee dahinter. Ja. Und den anderen beim Wort zu nehmen, ist eine Möglichkeit, wie hier in dem Beispiel, ich habe nichts dagegen, aber die Geschäftsleitung oder die anderen, wie auch immer, die werden mit Sicherheit was dagegen haben. Naja, dann merken wir schon, das ist nämlich auch eine Killerphrase. Nur, was ich denn mache, wenn ich das so sage, nehmen wir mal an, ich sage das jetzt, dann verstecke ich mich jetzt hinter der Geschäftsleitung oder hinter dem anderen. Ne? Jetzt ist es wichtig, dass B beispielsweise diesen Gesprächspartner letztendlich wieder an die Hand nimmt. Also im Prinzip gut, dann sind wir ja schon zu zweit, die das genauso sehen. Jetzt können wir überlegen, wie können wir das machen, ne? Beispielsweise. Ja. Ja, kommen wir zu meiner, ja, Lieblingstechnik. Die wird zum Beispiel in meinen Trainings auch schon mal öfter geübt. Also, weil sie braucht auch Übung, ja, logischerweise. Worum geht es? Denken Sie mal darüber nach. Wir haben eine Verhaltenseigenschaft, jeder von uns. Und jede Verhaltenseigenschaft, die wir haben, ist zunächst mal eine gute, es sei denn, wir durch Übertreibungen beispielsweise rutscht das eben in sogenannte negative Eigenschaften ab. Und hier ist das Beispiel, Sparsamkeit ist eine Tugend, das ist jetzt nur ein Beispiel. Sparsamkeit ist eine Tugend, Geiz ist ein Laster, wenn man das so sehen mag. Und jetzt sagt A zu B zum Beispiel, Sie sind ein Geizhals. Ein Geizhals. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, wird man im Beruf hoffentlich seltener hören. Beim Schiedsamt in der Mediation habe ich das schon durchaus das eine oder andere Mal. Ne? Wenn Sie unter Geiz verstehen, dass ich mit meinem Geld sorgsam umgehe, stimme ich Ihnen zu. So, wenn Sie sich das mal durch den Kopf gehen lassen, das nennt man, oder nenne ich zumindest, Dolmetschertechnik. Gibt es ja für diese Begriffe, lassen wir mal Dolmetschertechnik weg. Da haben andere Trainer andere Begriffe. Für mich ist das eine sogenannte Dolmetschertechnik. Also, wir machen aus diesem Geiz, wir definieren es um in dem Sinne. Und wenn wir also sagen, ich gehe sorgsam mit meinem Geld um, dann stimme ich dem zu. Hier kommt nochmal ein schönes Beispiel, hatte ich zuletzt auch im Konfliktcoaching. Also das Erbsenzählerbeispiel, das habe ich hier auch nochmal. Ich meinte ein anderes. Sie sind ein Erbsenzähler. Wenn Sie mit Erbsenzählen meinen, dass ich meine Arbeit genau nehme, dann bin ich bei Ihnen. Sie merken, das ist sehr einleuchtend und es ist fast eine YOLO-Technik, könnte man das auch meinen. Man lässt diesen Angriff im Prinzip an sich vorbeirauschen. Ich mache die Tür auf und die Sache läuft einmal durch. Das ist eine sehr schöne Technik, allerdings mit Übung verbunden. Ja, das ist ganz klar. So, der Uli guckt ein bisschen auf die Uhr. Der Uli, das bin ich, genau, wir haben noch 5 Minuten. Das schaffen wir. Sie sind inkompetent. Also das ist ein großes Thema. Wenn Sie unter Inkompetenz verstehen, ja, so, dann ist halt, dass ich mich zunächst informiere, bevor ich eine Aussage treffe, dann pflichte ich Ihnen bei. Das Schöne ist, und deshalb möchte ich Sie bitten, das mal, sich diese Folie später nochmal genauer anzugucken. Sie können das fast mit jedem Vorwurf oder mit jedem Angriff, können Sie das machen. Einmal das Drehbuch schreiben für sich, einmal definieren und dann schlagfertig auch reagieren. Ja? Schlagfertig für den anderen, Sie haben es vorher schon eingeübt. Denn es gibt in Ihrem Job mit Sicherheit so ein, zwei, drei Formulierungen, die kommen immer wieder. Und da machen Sie eine Dolmetschertechnik draus. Gut. Wir haben die Metaebene, von der haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Wir haben ganz klar gesagt, das ist die Vogelperspektive. Wir gucken also von oben drauf, eins der super Dinge, die wir machen können. Wir organisieren dieses Gespräch auf der Metaebene. Sie können den Rahmenbedingungen
festhalten. Sie können die Rahmenbedingungen festlegen für das Gespräch. Sie können hier Grenzen setzen. Ich kann Ihnen die Metaebene als Organisation für Ihr Gespräch, insbesondere für schwierige Gespräche, aber auch für alle anderen, nur dringend ans Herz legen. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Metaebene tatsächlich. Sie gucken sich selbst mal zu von oben im Gespräch. Wie verläuft das Gespräch? Ist das im Rahmen? Drehen wir uns im Kreis? Habe ich jetzt einzugreifen? Lässt er mich aussprechen? Und so weiter und so weiter. Und für die Metaebene, für die Organisation auf der Metaebene brauchen Sie natürlich wieder ein Stück weit auch den Mut. Ja. Ja, hier haben wir das Beispiele dafür. Ich gehe jetzt aufgrund der Zeit nicht auf alle Dinge ein. Herr Müller, Fairnessanspruch, lassen Sie uns bitte fair miteinander umgehen. Bitte diesen Fairnessanspruch, der ist ganz wichtig, dass wir das nicht in einer Negativformulierung. Jetzt werden Sie mal nicht unfair. Das sind so Formulierungen, die sind Käse, wenn ich das jetzt mal so platt sagen darf, weil sie eher dazu führen, dass der Gesprächspartner dann auch negativ reagiert. Sprechen Sie ihn ruhig mit Namen an, bitte auch nicht zu häufig. Na, ganz klar, lassen Sie uns bitte fair miteinander umgehen und dann geht es halt weiter. Ja, das ist Gespräch organisieren, das ist auch die Metaebene. Ich bringe Ihnen hier mal ein paar Beispiele für, was Sie mit der Metaebene anmachen, was Sie alles machen können. Ich bin sogar der Auffassung, manchmal sind es die Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob der andere mich im Gespräch ernst nimmt oder nicht. Und ich kann zum Beispiel hier in dem Beispiel Gespräch organisieren. Herr Müller, schauen wir uns doch mal zunächst mal A, dann B und dann C an. Ich schlage vor, dass wir uns erst mit dem Punkt 1, 2 und dann 3 beschäftigen. Und dadurch nehmen Sie ja das Heft in die Hand, aber Sie organisieren das Gespräch auch so ein Stück weit schon für sich und für den anderen. Ja, und um 11:26 Uhr habe ich tatsächlich noch einen Bonus für Sie, weil ich finde, das, womit ich ja gestartet bin in dieser Präsentation, da war es auch die Dame, man erinnert sich, mit Mut und Entschlossenheit und Willenskraft und so weiter. Und diesen Mut, diese Entschlossenheit, die brauche ich, die bekomme ich auch insbesondere durch mentale Stärke. Und das ist nicht mal eben so, sondern das ist auch eine Arbeit. Mentale Stärke ist aus meiner Sicht zumindest mit meinem Verständnis nichts anderes als ein Muskel, den ich auch trainieren kann. Je stärker ich mental aufgestellt bin, desto besser kann ich mit solchen Dingen, gerade mit unfairen Angriffen, umgehen. Mein Tipp, und den möchte ich gerne Ihnen als letzte Folie für dieses Thema nochmal zur Verfügung stellen. Gehen Sie mal Ihre ganz persönlichen Trigger durch. Was sind unfaire Angriffe für Sie persönlich in Ihrer Top-Liste? Vielleicht die 1, 2, 3. Na? Wie gehen Sie da bisher mit um? Dann überprüfen Sie doch bitte nochmal, funktioniert diese Strategie? Schreiben Sie das mal auf, wie Sie damit umgehen, wie Sie das machen. Und dann der nächste Schritt ist dann halt, dass ich dann selbst nochmal überlege, wo möchte ich hin? Wie sollte die Situation denn für Sie optimal ausgehen? Und dann schreiben Sie mal ganz bewusst schreiben, am besten nicht am PC, sondern tatsächlich mit der Hand schreiben, Ihre eigene Strategie. Schreiben Sie die mal auf, wie ein Drehbuch. Ja? Und ich habe hier nochmal bewusst zum Thema Mentaltechnik, ich habe es hier nochmal angeschnitten. Wir denken heute, habe ich zuletzt noch gelesen, 60.000 Gedanken pro Tag. Und überlegen Sie mal, 85% davon sollen negativ sein, so diese Studie. Und deshalb ist es wichtig, das wäre für mich der nächste Schritt, so oft wie möglich machen Sie sich den inneren Dialog bewusst. Ganz wichtig, den inneren Dialog nochmal bewusst machen, das kann sehr gut helfen. Es gibt drei Dinge, die ich auf jeden Fall ans Herz lege, wenn mir sowas nachläuft, gerade bei der mentalen Stärke. Einmal positive Selbstgespräche. Ja, es geht so weit, dass ich mich auch selbst mal loben kann für bestimmte Dinge. Ich kann auch einen Glaubenssatz für mich ansetzen, damit ich mit unfairen Angriffen besser umgehen kann. Ich kann manchmal, wenn mir ein Gespräch nachläuft, nach so einem unfairen Angriff auch sagen, hier mal Stopp jetzt, für mich selbst innerlich einen Stopp setzen. Und was eine gute Methode ist, ich führe das auch schon seit über 10 Jahren, ist das Dankbarkeitstagebuch. Einfach mal aufschreiben, jeden Abend und
vielleicht morgens auch nochmal, was ist wirklich gut gelaufen. Das sind nochmal drei schmale Tipps, die, und da gibt es sicherlich mehr, und wir können nochmal ein separates Thema draus machen, mentale Stärke. Ich wollte es nur nochmal in Verbindung bringen mit unserem Thema hier. Ja, und dann sehen wir den Junior mit dem Teddy. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, wie ich Sie unterstützen kann als Person, als Unternehmen, die können noch mal einen Moment gerne bleiben. Und ja, von allen anderen würde ich mich dann jetzt auch verabschieden. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie alle dabei waren. Das möchte ich schon mal sagen. Und habe gerade gelesen, auch schöne Pfingsttage. Die wünsche ich Ihnen auch. Und ich gehe mal direkt über in meine Termine noch für 2021. 14-tägiger Rhythmus, immer freitags, immer an der gleichen Stelle, immer um 10:30 Uhr und auch immer 60 Minuten. Allerdings wechsle ich dann die Themen. Wir haben Konfliktkommunikation zum Beispiel, das machen wir ja heute. Und nächstes Mal in 14 Tagen ist es zum Beispiel ein Thema aus dem Forderungsmanagement, Kredit- und Forderungsmanagement. Das ist ja mein zweiter Bereich. Den Nutzen, den Sie haben, das sehen Sie, kostenfreien Zugang. Und ja, was ich Ihnen anbieten möchte zum Abschluss ist, hier nochmal Stichworte, die Sie interessieren können. Wenn Sie also ein Stichwort haben, wo Sie sagen, Mensch, das würde mich mal interessieren, so als kostenfreies Webinar, 60 Minuten. Das sind übrigens auch alles Themen, die mich interessieren. Insofern sind Sie da immer offen bei mir und können Sie mal in Ruhe reingucken. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Und damit das auch funktioniert mit der E-Mail, habe ich Ihnen hier, wie soll es Sie wundern, meine Kontaktdaten auch gegeben. Sie dürfen mich anrufen. Selbstverständlich. Rufen Sie mich an, wir sprechen miteinander. Oder Sie schicken mir eine E-Mail. Von mir hören Sie auf jeden Fall, weil Sie bekommen jetzt im Anschluss daran nochmal die Präsentation komplett. Wenn Sie dazu Fragen haben zur Präsentation, scheuen Sie bitte nicht, rufen Sie mich an, sprechen Sie mit mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsttage. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Und ja, bis bald mal wieder. Dankeschön. Tschüss.